Und da bin ich wieder interfaced. Ist wieder in Ordnung. Und jetzt haben wir ja noch so zwei Bosse, derer wir uns entledigen müssen, da drüben. Der da? Nee. Was war das denn? Jetzt muss ich erstmal gucken. Gormok Axtfall. So, da es keinen gelben Punkt gibt, ist er wohl gerade nicht anwesend. Da ist er. Der ist stabil. Aber ich glaube, der ist jetzt auch einfach stabiler, weil so viele auf ihn draufhauen. Dann skalieren die nämlich. Und ich fürchte, diese NPCs, die gelten da halt einfach auch. Weil ich sehe jetzt eigentlich, ich glaube, es ist nur ein Spieler da. Ja. Der war jetzt nicht lootbar. So, und der andere ist auch gerade platt. So, auf Respawn warten. Opa heißt er. Opa von der eisernen Vorhut. Na? Komm. Wobei, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Dann wird mein Cooldown noch ein bisschen... Hat mein Cooldown noch ein bisschen Chance hier abzuklingen. Und von den anderen haben wir ja alle. Wir brauchen nur noch den Ragash-Blutwunsch. Wer schleicht denn darum? Ach, der Glatzköpfige. Der Schurke. Da ist er ja. Ich habe jetzt mal die Namen von den Mitspielern ausgeschaltet, weil die immer so übers ganze Bild gehen und dann sieht man vor lauter blauen Namen immer überhaupt nicht, was da passiert. Gerade wenn man bei einem NPC steht. Dann dachte ich, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn es einen interessiert, wie die heißen, dann kann man sie ja immer noch anklicken oder drüber fahren. Den kann man auch nicht looten. Und dann gehen wir mal ab. Die Horde bombardiert hier kräftig. Gut, euch an unserer Seite zu wissen. Ihr habt heute viele Leben gerettet, Luna. Habt Dank. Eure Hilfe ist willkommen, aber ich fürchte, die Horde ist nicht aufzuhalten. Es kommen immer mehr. Habt ihr in letzter Zeit etwas von Malfurion gehört? Lordanel wird überrannt. Die Horde, sie gibt einfach nicht nach. Wir können nichts tun, Luna. Wir müssen unseren Shando finden und um seine Führung bitten. Er ist der Einzige, der uns retten kann. Findet Malfurion Sturmgrim an der Dunkelküste. Mein Volk wird überdauern. Und wir wissen, was jetzt passiert. Wir kennen die andere Seite. Der Kriegshäuptling stellt sich Sturmgrim allein. Ich muss. Oh, sauer Fang! Wie nett. Publikum. Steht still, Allianzabschaum. Ich kann jetzt nichts machen. Mich bewegt eurer größten Helden Niederstrecke. Automatisch. Ein ehrloser Schlag. Ich schäme mich. Gr-
grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Er hätte nur meine Zeit verschwendet. Setzt dem ein Ende. Nehmt euch einen Moment, wenn ihr müsst. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion! Nein! Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu. Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl. Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt. Oder bleibt dort hocken im Dreck. Und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darmassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder flieht, soweit ihr nur könnt, und ihr beide überlebt. Dieser Krieg ist verloren. Teldrassil wird fallen. Nehmt meinen Hippogryphen nach Darmassus. Sorgt dafür, dass die Besetzung durch die Horde so erträglich wie möglich ist. König Anduin gab mir einen Ruhestein aus Sturmwind. Dort werde ich mich der Wunden meines Liebsten annehmen und meinem Volk in diesem Wahnsinn beistehen. Komisch, dass sie so eine hallende Stimme hat, als ob wir in irgendeiner Halle oder einer Höhle wären. Irgendwie haben sie das nicht so gut gemacht. Gut, dann nehmen wir mal diesen Hippogryphen. Taxi. Ich muss immer wieder dieses Bild einfangen, wenn der Baum noch steht. Ja, das kennen wir schon. Sichert den Strand. Bereit machen zur Invasion des Baums. Warum? Warum? Ihr habt doch schon gewonnen. Im Baum sind nur Unschuldige. Das ist Krieg. Nein. Das ist Hass. Zorn. Windläufer. Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes. Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Närrin. Nehmt sie! Lauft! Thank you.
werdet bald bei euren Lieben sein. Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn! Eigentlich dürfte der gar nicht so leicht anzuzünden sein. Ich meine, der steht doch mitten im Saft. Und wir fliegen hier noch durchs brennende Danassus. Ganz schön gefährlich. Ein Königreich ist kein Ort, sondern ein Volk. Luna, der Baum. Champion, ich brauche eure Hilfe. Wir müssen Danassus evakuieren, bevor es in Schutt und Asche liegt. Viele der Gebäude in der Stadt sind bereits in Brand geraten. Löscht die Flammen und rettet die gefangenen Zivilisten, die sich noch dort befinden. Bitte tut alles, was ihr könnt. Wir müssen so viele Leben retten wie möglich. Die Schuldigen werden für ihre Verbrechen bezahlen. Oh. Wir sind hier schon eingeschlossen. Also raus kann ich nicht mehr. Ne? Das heißt, Wasser. Wo kriege ich Wasser her? Aus dem Brunnen natürlich. Aus dem Mondbrunnen. Okay. Also. Wo soll ich denn löschen? Hier? Ja. Dass wir wieder rauskommen. Ich habe gedacht, weil das ausgegraut ist, dass ich noch irgendwie Wasser holen muss. Aber das scheint wohl doch nicht der Fall. Gut, hier ist jetzt so eine Händlerviertel. Oh, der brennt. Kann ich den auch löschen? Ja. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Da hinten rennt jemand. Da sind welche. Okay. Sollte vielleicht... aber selber nicht in die Flammen. Aber auf der Seite komme ich auch gar nicht hoch. Sind die jetzt schon befreit? Was? Ich habe 2 Minuten und... Was? Ich sehe das gerade. Ich habe 2 Minuten und soll 1000 Bürger evakuieren. Super. Geht es auch fliegend? Vielleicht? Gucken. Ja. Trotzdem irgendwie suboptimal. Aber das soll vielleicht einfach zeigen, dass da kaum einer rauskommen konnte. Aus diesem Brandherd. Hä? Ich muss dich schon ansprechen. Nun sei mit euch. Oh Gott. Kann ich behilflich sein? Ah, okay. Dann geht's immer so ein Grüpple. Schießt los oder zieht Leine. Aber trotzdem. Hallo? Los, haut ab hier. Seid gegrüßt. Oh Gott, und schon brennt's wieder. ich krieg jetzt hier gerade so richtig den Stress, aber ich glaube, es ist einfach sowieso nicht machbar. Was wird euch hierher? Ach du Schande. Guck mal, wie viele da sind. Was führt euch hierher? Ich bin geehrt. Ishnu Allah.
Sind irgendwo ganz viele. Am besten bleibt man an dem Platz stehen, wo immer ganz viele sind. Oh Gott. Die da vielleicht. Oh nein! Die Zeit ist abgelaufen. Hey, könnt ihr mich hören? Ja. Ich bin froh, euch zu sehen. Astari, schnell! Evakuiert die Stadt, bevor sie niederbrennt! Mia! Mia! Öffne die Augen, meine Königin! Mein Herz! Du kannst nicht länger hierbleiben! Wir müssen durch das Portal fliehen! Der Baum! Sie verbrennen den Baum! Das Kind! Rette es! Lass mich! Niemals! Ihr kommt beide mit, Astari! Ihr habt getan, was ihr könnt. Befehlt den Priestern, mit uns zu kommen. Sie werden sich weigern. Die Banshee hat mir Sohn und Königreich genommen. Sie nimmt mir nicht meine Frau. Möge eure Göttin euch beschützen. Was muss ich jetzt machen? Zurückkehrt zu König Anduin in Burgsturmwind zurück. Ganz hier unten. Oh, das finde ich ja schlimm, dass man richtig sieht, dass einfach, dass es aussichtslos ist. Okay. Ich tue es nur ungern, aber ich glaube, wir müssen an anderen Fronten kämpfen. Ja, in Städteporten, das braucht bei mir immer ein Weilchen. Aber es ist noch verkraftbar. So. Ein König ist nur so her, wie die Ziele, mir einsteht. Fehlen die Worte, Luna. Und auch ich krieg einen Mount. Da steht jetzt, das ist ein Hippogriff. Und da steht es bereits bekannt. Aber nicht, weil ich die Quest hier schon gemacht habe. Champion, an einem der dunkelsten Tage in der Geschichte der Allianz. Mein ganzes Leben habe ich für den Frieden gebetet. Doch dieser Traum kann niemals Wirklichkeit werden. Solange Sylvanas die Horde anführt. Sie glaubt, diese Untat breche unseren Geist und unsere Einheit. Aber ich schwöre, die Allianz wird überdauern. Und die Schreckensherrschaft der Banshee-Königin wird ein Ende finden. Champions der Allianz, die Zeit ist reif, das zurückzuerobern, was uns rechtmäßig zusteht. Unser finaler Angriff auf Burg Lordaeron beginnt bei Tagesanbruch. Die Horde und ihr Kriegshäuptling müssen für ihre Verbrechen bezahlen. Ja, und jetzt kommt die letzte Schlacht. Und was ich eben gerade sagen wollte, ich habe das Mount nur deswegen, weil wenn man es auf einer Fraktionsseite macht, hat man es automatisch auch auf der anderen Seite. Man muss also nicht die ganze das Pre-Event mit der anderen Fraktion machen, um auch dieses Mount zu bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ihr seht, die Stunde der Abrechnung wurde schon eingeläutet, aber sehen könnt ihr das in der nächsten Folge, weil das wird ja wieder ein längeres Stück. Bis dahin, wir sehen uns gleich wieder.